Wir Kinder haben eigene Rechte. Diese stehen in der UN-Kinderrechtskonvention und alle Menschen in unserem Land müssen sie beachten, denn darin steht, dass wir einen Anspruch auf Schutz und Sicherheit haben. Wenn Sie einen Verdacht haben, dass das Wohl eines Kindes in Ihrer Umgebung gefährdet ist, was würden Sie dann tun? Ich würde da sofort beim Jugendamt anrufen, auch mit Namen, wenn es sein muss. Dann würde ich versuchen, irgendwie da Hilfe reinzubringen. Vielleicht das Jugendamt mal anrufen, dass die da mal nachschauen. Andere Menschen da entweder darauf alarmieren, je nachdem, wie man gerade, oder eben direkt Polizei der Warnung geben. Ich würde die Person erst drauf mal einmal ansprechen und wenn sie nichts ändern würde, würde ich das Jugendamt einschalten. Aber es gibt auch Situationen, wo unsere Rechte missachtet werden. Was können wir tun, wenn wir in Not sind? Wer kann uns helfen, wenn wir es nicht bis zum Jugendamt schaffen? Was halten Sie denn von der Kinderschutzhotline? Viel. Weil, wenn die Probleme haben, manchmal sich zu Hause nicht anvertrauen können, dass sie da anrufen. Es ist auf jeden Fall eine große Hilfe für viele Menschen wahrscheinlich. Finde ich gut. Die Kinderschutz-Hotline, das ist eine Telefonnummer, die kostenlos angerufen werden kann innerhalb von Mecklenburg-Vorpommern und alle Menschen anrufen können, die sich Sorgen um Kinder machen und das melden können. Derjenige, der uns anruft, kann, wie eben schon gesagt, auch anonym bleiben. Und wir hören uns dann an, was gesagt wird und entscheiden, ob das eine Meldung ist, also eine Meldung einer Kindeswohlgefährdung. Dann nehmen wir die Daten auf, die wir brauchen und leiten das dann an das zuständige Jugendamt weiter. Wie die arbeitet? Na, ich denke mal, dass die versuchen, auf die Kinder einzugehen, die zu beruhigen und die Angst daraus nehmen und sicherlich auch Wege aufzeigen können, wie es weitergehen könnte. Die wird, die wie beim Jugendamt, die, denke ich mal, den Verdacht prüfen und dann werden sie es auch handeln. Der Fall Lea Sophie erschütterte ganz Deutschland. Aus Eifersucht, ausgelöst durch die Geburt ihres Bruders, verweigerte sie es zu essen. Irgendwann sperrte ihre Mutter sie ein und ließ sie hungern. Die 5-Jährige verhungerte vor den Augen ihrer Eltern. Ja, da kann man ja jetzt auch nur drüber spekulieren, was wäre gewesen, wenn, denn da gab es ja die Kinderschutzhotline noch nicht. Vielleicht ist Lea Sophie auch so ein bisschen so ein Anschubs gewesen, warum die Hotline ins Leben gerufen wurde. Was glauben Sie, ist der Vorteil der Kinderschutzhotline gegenüber dem Jugendamt? Ja, ich denke mal, dass diese Hotline dem Moment mit Hilfe schneller ist als das Jugendamt. Dass man beim Jugendamt immer die Angst haben muss, als Kind, dass man gleich von zu Hause weggerissen wird. Die Kinderschutzhotline ist ein zusätzliches Angebot des Landes und soll natürlich nicht die Polizei oder das Jugendamt ersetzen. Sie arbeitet sogar mit dem Jugendamt Hand in Hand. Ich denke einfach, dass es für viele Menschen, gerade so aus dem sozialen Umfeld von Kindern und Jugendlichen, einfacher ist, bei der Kinderschutzhotline anzurufen, weil man kann anonym bleiben und es ist eben nicht ganz so was Aufgebauschtes wie das Jugendamt, sag ich mal. Wir arbeiten ja ganz eng mit dem Jugendamt zusammen und sind ja im Prinzip die Leute, die die Meldungen, die bei uns eingehen, an die Jugendämter weiterleiten. Wir Kinder haben eigene Rechte. Wir müssen auf jede erdenkliche Art und Weise geschützt werden. Das heißt, wir brauchen Geborgenheit, Ehrlichkeit und Vertrauen. Gut, dass es die Kinderschutzhotline gibt.